Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die wird jetzt gleich aufrufen, eine Aktuelle Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion. Da soll es gehen um den Zustand der Europäischen Union und in Anführungszeichen den deutsch-französischen Sonderweg, so hat es zumindest die Fraktion der AfD, die hier antragstellend ist, festgelegt. Hintergrund dieser Aktuellen Stunde ist unter anderem Deutschland und Frankreich. Die wollen noch enger zusammenrücken und zusammenarbeiten. Das Kabinett hat in der vergangenen Woche einen deutsch-französischen Kooperationsvertrag beschlossen. Das soll eine Ergänzung zum Élysée-Vertrag sein, der ja 1963 die Grundlage der deutsch-französischen Aussöhnung nach dem deutschen Zweiten Weltkrieg gelegt hat. Also dieser Élysée-Vertrag, der soll um 28 Artikel ergänzt werden zwischen Deutschland und Frankreich. Da gibt es einen Festakt am 22. Januar in Aachen, und die AfD-Fraktion, die sieht Bedarf, das hier zu thematisieren in dieser Aktuellen Stunde, was diesen ihrer Ansicht nach deutsch-französischen Sonderweg anbelangt, und vermisst auch eine ausführliche Information der Öffentlichkeit zu diesem Vertragswerk. Also wir werden jetzt hören den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 22. Januar will die Bundeskanzlerin mit Frankreichs Staatschef Macron in Aachen gewissermaßen unter den Augen Karls des Großen einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag schließen. Eigentlich handelt es sich um zwei Verträge. Ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen wurde bereits im November unterzeichnet. Der zweite und eigentliche Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Französischen Republik ist vertraulich. Sein Inhalt wurde der Öffentlichkeit bis jetzt vorenthalten. Erst gestern erhielten ihn die Bundestagsabgeordneten mit einem Vertraulichkeitsvermerk zugeschickt. Über den Grund kann ich nur Vermutungen anstellen. Entweder die Sache ist so belanglos, dass man die Bürger nicht damit traktieren will, oder es gehört inzwischen einfach zum Stil der Regierung, dem Volk gegenüber Diskretion zu wahren. Schauen wir nach Frankreich, meine Damen und Herren. Die Proteste der Gelbwesten gegen die Regierung hören nicht auf. Seit Wochen toben Straßenschlachten, und dieses Wort ist wörtlich zu nehmen, zwischen den Demonstranten und der Polizei. Die Protestler sind durchschnittliche Franzosen, keine Feinde der Republik. Die auf zahlreichen Videos bezeugte polizeiliche Gewalt gegen sie ist maßlos. Es gibt inzwischen mindestens 10 Tote. Die Zahl der Verletzten liegt im vierstelligen Bereich, ebenso die Zahl der Inhaftierten. Im Nachbarland, meine Damen und Herren, herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Liebe Kollegen, wollen wir uns doch einmal ausmalen, was hier los wäre, politisch und in unseren Medien, wenn Präsident Orbán auf diese Weise gegen Demonstranten vorginge, wenn er mit Hartgummigeschossen auf sie schießen ließe und Demonstrationsverbote verhängte. Frau Merkel hat sich auf bemerkenswerte Weise zu den Straßenschlachten geäußert. Die Möglichkeit zu protestieren sei Teil der Demokratie, aber das Gewaltmonopol liege beim Staat. Die Solidarisierung der Linkspartei mit den Gelbwesten nannte die Kanzlerin skandalös, weil die Linke sich nicht klar und deutlich von der Gewalt der Demonstranten distanziere. Da sie zu den Übergriffen der Staatsgewalt nichts gesagt hat, dürfen wir sie so verstehen, dass die Bundeskanzlerin diese Gewalt billigt, weil es Macron ist? Ich hoffe nicht. Es war immer die Linie unserer Partei, dass wir uns nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen wollen. Aber wir haben es hier mit einem Partner zu tun, mit dem die Regierung die Zusammenarbeit nicht bloß vertiefen, sondern mit dem sie praktisch eins werden will. Deutschland und Frankreich sollen mit dem Vertrag eine EU der zwei Geschwindigkeiten eröffnen, so eine Art Super-EU innerhalb der EU bilden. Eine deutsch-französische Sonderbeziehung wird uns allerdings von den anderen Europäern entfremden und genau jenen europäischen Gedanken torpedieren, den Frau Merkel und Herr Macron und auch die Union immer so innig beschwören. Wenn es nach den Enthusiasten dieser deutsch-französischen Verbrüderung geht, wird bald nichts mehr unsere Länder trennen.
Aber wie vertieft man die Verbindungen zu einem Land, das selber dermaßen uneins und gespalten ist? Zu einem Land, das die Regeln der Demokratie außer Kraft setzen muss, um die Opposition zu bekämpfen. Mehr als die Hälfte der Franzosen unterstützt laut Umfragen die Gelbwesten. Mit welchem Teil Frankreichs verhandeln wir eigentlich? Herr Macron erinnert mich ein wenig an Michail Gorbatschow Anfang 1991. Im Ausland umschwärmt und daheim bricht ihm seine Macht unter den Füßen weg. Seine hochherzigen europapolitischen Visionen scheitern bereits vor den Türen des Élysée-Palastes. Ich sagte, dass wir uns nicht in die inneren Angelegenheiten anderer einmischen werden. Aber das gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall. Wir wollen uns nicht von Herrn Macron, der sein eigenes Land offensichtlich nicht in Ordnung bringen kann, Visionen über die Zukunft unseres Landes aufdrängen lassen, die aus seiner Sicht bloß auf finanzielle Unterstützung hinauslaufen. Als Populisten bestehen wir darauf, dass sich jeder zuerst um seinen eigenen Laden kümmert, aber wir wollen nicht, dass Macron ihn mit deutschem Geld renoviert. Meine Damen und Herren, in Aachen verhandeln zwei Staatschefs, die ahnen, dass diese EU in dieser Form zerfallen wird. Und es kann sein, dass auf französischer Seite jemand unterzeichnet, dessen politische Karriere bald Vergangenheit ist. Die Franzosen waren immer schon schneller als wir. Ich bedanke mich. Alexander Gauland hat hier für die AfD-Fraktion als deren Fraktionsvorsitzender die Aktuelle Stunde eröffnet, die von seiner Fraktion beantragt worden ist. Und jetzt geht es in die Aussprache mit Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion, dem außenpolitischen Sprecher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gauweiler, wenn diese Anfangs... Herr Gauland, ich glaube, es weiß jeder, wer gemeint ist. Herr Gauland, wenn das jetzt hier als erste Rede in der Aktuellen Stunde eine Begründung dafür war, dass wir diese Aktuelle Stunde brauchen, so hat mich das absolut nicht überzeugt. Ich glaube, Sie haben nach diesem von Irrungen und Wirrungen breit gesäten Parteitag der AfD zu Europa irgendwie das Bedürfnis, das alte Ressentiment gegen Europa hier auch im Bundestag zu bedienen. Das ist Ihnen allerdings mit Ihrer Rede nicht gelungen. Ich möchte mich gerne der deutsch-französischen Freundschaft widmen und meiner Freude Ausdruck verleihen, dass wir am 22. Januar in Aachen die Unterzeichnung des Anschlussvertrages an den Élysée-Vertrag erleben und dass wir damit ein neues Kapitel in der deutsch-französischen Freundschaft aufschlagen. Der Aachener Vertrag atmet ebenso wie sein Vorgängervertrag, der Élysée-Vertrag, die Einheit Europas und die Verpflichtung Frankreichs und Deutschlands zu dieser Einheit. Und es wird in diesem Vertrag zum Beispiel ausdrücklich betont, dass die Einheit, die Leistungsfähigkeit und der Zusammenhalt Europas gefördert werden soll durch Deutschland und Frankreich und dass diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich zugleich allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union offen steht. Damit ist klar gemacht, dass dieser Vertrag eben keinen deutsch-französischen Sonderweg in Europa markiert, sondern im Gegenteil den deutsch-französischen Motor für die Europäische Union weiter am Laufen halten soll als wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Genauso wie das ja der Élysée-Vertrag gewesen ist und genauso wie wir bei den Ratssitzungen der Europäischen Union stets erleben, dass natürlich, wenn ein Problem auf dem Tisch liegt, der Blick vieler Staats- und Regierungschefs zuallererst zum französischen Staatspräsidenten und zur deutschen Bundeskanzlerin gehen, so nach dem Motto, habt ihr eine Idee, wie wir das Problem in den Griff kriegen? Ich finde, es ist wichtig, dass Deutschland und Frankreich in der europäischen Frage die gleiche Sprache sprechen und gemeinsam vorangehen. Es ist genauso wichtig, dass die Regierungen von Frankreich und von Deutschland den engen und vertrauensvollen Zusammenhalt mit anderen, insbesondere den kleineren EU-Mitgliedstaaten, pflegen. Und es ist ein Markenzeichen der deutschen Europapolitik, dass die deutsche Bundeskanzlerin, dass deutsche Minister, insbesondere in außen- und europapolitischen Fragen,
den engen Schulterschluss mit den anderen europäischen Nationen suchen und dass etwas, was auf einem Rat vorbereitet wird, eben nicht nur zwischen den Großen, sondern auch mit vielen Kleinen vorbesprochen und eingeleitet wird. Und ich bin Mitte Dezember in Litauen gewesen. Die Staatspräsidentin von Litauen, Frau Grybauskaitė, hat sich ausdrücklich sehr lobend geäußert, nicht nur über das deutsche Engagement in Litauen im Blick auf die Verteidigung des Landes im Rahmen unserer Forward Presence Bataillonsführung, die wir in Litauen als deutsche Bundeswehr übernehmen, sondern eben auch in der europapolitischen Zusammenarbeit. Der neue deutsch-französische Freundschaftsvertrag, der Aachener Vertrag, wie wir ihn wohl nennen werden, beinhaltet zum Beispiel eine ganze Reihe von Projekten im deutsch-französischen Grenzgebiet, etwa Zusammenarbeit bei Bildungseinrichtungen, Zusammenarbeit bei der Kinderbetreuung und Kinderbildung, Zusammenarbeit bei der Notfallversorgung von Menschen, die im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich in Schwierigkeiten geraten. Hier soll es Modellprojekte geben, die von den beiden Regierungen massiv gefördert werden. Und es ist ausdrücklich vorgesehen, dass diese Modellprojekte, die dort realisiert werden, wo deutsch-französische grenzübergreifende Zusammenarbeit im Alltag für die Menschen erlebbar wird, dass diese Modellprojekte auch ein Vorbild sein können für die Zusammenarbeit zwischen anderen EU-Staaten innerhalb der Europäischen Union. Und wenn Sie so wollen, ist die deutsch-französische Freundschaft, und so verstehe ich den Vertrag von Aachen, die deutsch-französische Freundschaft ist sozusagen das Labor, in dem weitere europäische Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erprobt und weiterentwickelt werden kann und wo wir ganz konkret auch ein Stück weit die europäische Idee auf diese Art und Weise voranbringen. Im Kleinen, wenn es um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geht, wie im Großen, wenn es um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geht, ein weites Feld, über das wir hier im Deutschen Bundestag noch viel mehr reden sollten. Denn wir werden die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger im Inneren und gegenüber Außen nur sicherstellen können, wenn wir in der Europäischen Union in den nächsten Jahren den Baustein hinzufügen, der eigentlich zu einer Union wie der Europäischen Union von Anfang an dazugehört, nämlich die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Jürgen Hart. Deutschland und Frankreich, die wollen in der Außen- und Sicherheitspolitik künftig weitgehend gemeinsam agieren. So sieht es zumindest der Aachener Vertrag vor, der den Élysée-Vertrag ja vielleicht ergänzen oder ablösen soll, je nachdem. Frau Präsidentin, jetzt Michael Georg Link für die FDP-Fraktion. Vom polemischen Titel dieser Aktuellen Stunde ab sprechen wir ja heute über ein positives, über ein Zukunftsthema. Deutschlands und Frankreichs Beitrag für die Europäische Union. Eine ganz aktuelle Frage, denn gerade erst haben der Bundestag und die Assemblée Nationale ein Abkommen verhandelt. Unsere Häuser werden bald so eng zusammenarbeiten wie nie zuvor. Eine Zusammenarbeit, die europaweit und darüber hinaus neue Maßstäbe setzen wird. Denn Austausch und Zusammenarbeit und vor allem sich gegenseitig zuhören brauchen wir gerade jetzt, wo die politischen Ränder simple Feindbilder, rhetorische Enthemmung, aggressiven Nationalismus vorantreiben. Und just in dieser Woche, in dieser Zeit, wird in Aachen noch ein weiterer Vertrag unterzeichnet. Der Aachener Vertrag, die Ergänzung des Élysée-Vertrags. Ein Vertrag, in dem Deutschland und Frankreich sich verpflichten, ihre enge Freundschaft zum Wohle, zur Weiterentwicklung der EU einzusetzen. Nicht autistisch, nein, zur Weiterentwicklung der EU einzusetzen. Und das tun sie immer ausdrücklich verbunden mit der Einladung an alle anderen Mitgliedstaaten der EU. Da geht es um große Themen wie die Außen- und Sicherheitspolitik. Aber man sagt nicht umsonst, dass auch Großes im Kleinen entsteht. Deshalb stärkt auch jedes neue Glasfaserkabel, das über die deutsch-französische Grenze gelegt wird, das digitale, das fortschrittliche, das vernetzte Europa. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das ein Sonderweg ist, also dass zwei Staaten andere zu engen Kooperationen einladen und sich für eine starke, eine geeinte EU einsetzen, dann wünsche ich mir mehr von diesen Sonderwegen. Oder ist es für die extreme Rechte hier im Haus ein Sonderweg, wenn zwei Staaten Meinungsverschiedenheiten friedlich austragen, Energien bündeln, gemeinsam handeln? Ist der Alleingang für Sie etwa der neue Normalfall? Offensichtlich ja. Offensichtlich ja. Und damit fällt auch die letzte bildungsbürgerliche Maske und sichtbar wird der ebenso aggressive wie letztlich hilflose Nationalstaat des 19. Jahrhunderts. Zurück zu Aachen. Nun muss man deutlich kritisieren, wie die Planungen der Regierung zu diesem besonderen Tag verlaufen sind. Da haben sich der Staatsminister im Kanzleramt und der Außenminister gestern in der Regierungsbefragung nicht mit Ruhm bekleckert.
dass Sie den schwarzen Peter nun den Parlamentariern und der engagierten Arbeitsebene in den Ministerien zuschieben wollen, dafür, dass mit der gleichzeitigen Terminierung es nicht möglich war, hier im Parlament gleichzeitig zu unterzeichnen, macht den Zwischenfall nicht besser. Kolleginnen und Kollegen, 1963, als Deutschland und Frankreich mit dem Élysée-Vertrag ein neues Kapitel für die europäische Einigung aufgeschlagen haben, ein, wenn man den Mitgliedern zur äußersten Rechten glauben möchte, dann war das ein Sonderweg. Ja, es stimmt. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle waren die Architekten eines Sonderweges, den es so über Jahrhunderte nicht gegeben hatte. Der Weg hin zu einer deutsch-französischen Aussöhnung, ein Sonderweg des Friedens und der Chancen für Europa. Und der große Staatsmann de Gaulle wird ja leider viel zu oft von rechts außen vereinnahmt. Deshalb muss man das einmal klarstellen und sagen, was er wirklich gesagt hat. 1964 zum Beispiel, in einer großen Rede, sagte de Gaulle ausdrücklich, dass es nicht verboten sei, sich vorzustellen und zu hoffen, dass eines Tages, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die Völker unseres alten Kontinents ein einziges bilden werden und es dann vielleicht eine Regierung Europas geben kann. Meine Damen und Herren, das ist Charles de Gaulle, ein Vordenker für die deutsch-französische Zusammenarbeit für ein Europa in Frieden. Und natürlich bedauern wir, das kann man in diesen Tagen nicht auslassen, dass Großbritannien aus der Europäischen Union aussteigen will. Das ist ein Sonderweg. Der Brexit ist ein Sonderweg, der übrigens beiden schadet. Er erinnert uns daran, dass wir im Haus Europa noch viel zu tun haben. Konstruktionsfehler eines Hauses löst man aber nicht, indem man auszieht, sondern indem man zum Werkzeugkasten greift. Genau das tun Frankreich und Deutschland mit diesen beiden neuen Verträgen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael Ling. Nächste Rednerin, Angelika Glöckner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus dem Pfälzer Wald. Mein Wahlkreis liegt direkt an der französischen Grenze. Und ich kann mich sehr gut erinnern an viele Geschichten, die mir meine Großmutter erzählt hat, die da von dem Umstand erzählen, als sie Soldaten tagtäglich Kartoffeln schälen musste, jeden Tag von morgens bis abends. Und Sie können sich sicher alle vorstellen, wie schwierig damals direkt nach dem Krieg das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Franzosen war. Das Misstrauen war groß. Aber ich sage auch, heute ist es anders. Aus Kriegsgegnern wurden befreundete Nachbarn. Man trifft sich regelmäßig beim Dorffest, beim Kultur, im Theater oder im deutsch-französischen Kindergarten, um die Kinder abzuholen. Dass diese Menschen wieder zueinander fanden, das ist natürlich ihrer Offenheit, ihrer Zugewandtheit zu verdanken, aber auch einer Politik, die mit den richtigen Weichenstellungen das Fundament dafür schuf. Und so ist und war der Élysée-Vertrag vom Januar 1963, 22. Januar 1963, ein ganz entscheidender Schritt. Was folgte, war eine vertiefte Regierungs- und Zusammenarbeit in der Außensicherheitspolitik, der Kultur, der Jugendpolitik. Dieses Abkommen war nie eine Konkurrenz mit den übrigen Mitgliedstaaten der EU. Ganz im Gegenteil. Es festigte die deutsch-französische Achse und macht sie zum Antriebsmotor für die gesamte Europäische Union. Und nächsten Dienstag, erneut am 22. Januar, werden wir ein weiteres Kapitel aufschlagen. Die Spitzen beider Regierungen werden erneut ihre Arbeit manifestieren und vertiefen durch den Aachener Vertrag. Und ich sage auch, im März werden wir noch einen weiteren Schritt gehen. Denn erstmals werden wir auch mit dem Parlamentsabkommen dafür sorgen, dass Parlamente in Deutschland und Frankreich künftig enger zusammenarbeiten können. Was bedeutet das genau für uns? Mindestens zweimal im Jahr werden deutsche und französische Parlamentarier über wichtige politische Themenfelder sprechen, mit dem Ziel, gleichlautende Beschlüsse an ihre Parlamente zu geben. Unser Ziel ist es, voneinander lernen und gemeinsam besser vorankommen. Es bedeutet aber auch, dass wir künftig in der Grenzregion noch enger und wirksamer zusammenarbeiten können und mit Vertretern aller politischen Ebenen, Bund, Land, Kommunen, auf der französischen und der deutschen Seite,
Und als Abgeordnete der Südwestpfalz direkt an der französischen Grenze bin ich eben sehr froh über diesen Umstand, weil ich spüre und weiß, was das für die Menschen vor Ort bedeuten wird. Und Kolleginnen und Kollegen von der AfD, wenn Sie diesem Abkommen nicht zustimmen, mit der Behauptung oder dem Vorwand, damit würden die Rechte des Bundestages beschnitten. Dazu will ich Ihnen sagen, wir reden hier über Empfehlungen, die Parlamentarier für ihre Parlamente erarbeiten und sie zu Hause einbringen wollen. Und selbstverständlich wird das letzte Entscheidungsrecht beim Deutschen Bundestag bleiben. Und man muss kein Jurist sein, um das zu verstehen. Sie wollen nicht, wie Sie sagen, die Verfassung schützen. Ihnen geht es um Abschottung. Und da kann ich nur sagen, gut, dass es die SPD gibt. Wir stehen zu unseren französischen Freunden und wir stehen zu Europa. Denn uns, im Gegensatz zu Ihnen, ist klar, dass wir die drängendsten Fragen unserer Zeit nicht alleine lösen können. Das Klima zu schützen, uns global wettbewerbsfähig zu halten, Sicherheit, den digitalen Wandel nach unseren Werten zu gestalten, all das geht nur Side an Side mit unseren französischen Freunden, eingebettet in eine starke Europäische Union. Und mit diesem Abkommen gehen wir keinen Sonderweg, wie Sie ganz rechts außen sagen und uns vorwerfen. Es ist ein besonderer Weg, ein verantwortungsvoller und unverzichtbarer Weg. Wer diese Abkommen ablehnt, spielt mit dem Wohl heutiger und künftiger Generationen. Wir von der SPD-Fraktion sagen ja. Herzlichen Dank. Angelika Klöckner war das für die SPD-Fraktion, die, wie sie selbst sagte, ja aus Rheinland-Pfalz kommt. Und da ist die französische Grenze in der Tat nah. Auch der nächste Redner kommt aus Rheinland-Pfalz, sitzt für die Linke hier im Bundestag, Alexander Ulrich. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, es war ja ein bisschen unklar, was die AfD eigentlich mit der heutigen Aktuellen Stunde will, denn unter dem Titel kann man sich ja vieles vorstellen. Und Herr Gauland, Sie hatten ja am Wochenende Ihren Europaparteitag. Deshalb, wenn wir über den Zustand der Europäischen Union diskutieren, dann sollte man noch mal klar zum Ausdruck bringen, Sie haben heute hier die Antwort leider nicht gegeben, warum kandidiert denn eigentlich die AfD zum Europäischen Parlament, wenn man gleichzeitig beschließt, das Europäische Parlament abschaffen zu wollen? Sie gehen doch auch nicht in ein Restaurant, in dem Ihnen das Essen nicht schmeckt. Wollen Sie nur das Geld mitnehmen? Wollen Sie nur die Diäten mitnehmen oder was? Wer das Europäische Parlament abschaffen will, sollte aufhören, hier Aktuelle Stunden über Europa zu diskutieren. Ja, die Europäische Union ist in einer tiefen Krise und der Brexit hat das, glaube ich, noch mal zum Ausdruck gebracht. Und deshalb muss man sich schon Gedanken machen, wie es mit dieser Europäischen Union weitergeht. Ich sage aber auch an die in Richtung der CDU/CSU, wer einen EU-Kommissionspräsidenten will, der zusammenarbeitet mit Viktor Orban, dann kann der auch aus Deutschland sein. So einen brauchen wir an der Spitze der EU-Kommission nicht. Deshalb, was ist denn eigentlich der nächste Schritt? Wer mit Viktor Orban hantiert auf europäischer Ebene, der ist nicht mehr weit davon entfernt, auch in Deutschland Koalitionen mit der AfD zu bilden. Denn es besteht kein Unterschied zwischen dem, was Viktor Orban in Ungarn macht und den Positionen, die wir hier aus dem Haus immer wieder hören. Deshalb wäre es eigentlich notwendig, dass Sie vor der europäischen Wahl deutlich machen, dass dieser Viktor Orban mit seiner Partei aus der europäischen Familie von Ihnen austritt. Wer das nicht tut, wird leider den Rechten den Weg bereiten. Wir werden als Linke im Bundestag, und wir begrüßen das auch, dass man die Partnerschaft unserer Parlamente vertieft mit Frankreich. Ja, ich glaube, das könnte Impulse geben, wenn es darum geht, wie man die europäischen Standards verbessern kann, etwa bei Mindestlöhnen oder auch bei Mindestbesteuerung von Konzernen, digitaler Infrastruktur, ökologischer Umbau der Wirtschaft oder Abrüstung oder Entspannungspolitik mit anderen Ländern. Das wären alles schöne Themen, die man zwischen unseren Parlamenten diskutieren kann. Und wir werden auch uns in diesen parlamentarischen Versammlungen und in den Kontakten über die Ausschüsse mit unseren französischen Kollegen genau auf solche Themen auch verständigen. Das Problem ist aber, und das sage ich auch ganz deutlich, den Aachener Vertrag, der Nachfolgevertrag des LEC-Vertrags, werden wir als Linke ablehnen. Denn man hat überhaupt nicht verstanden, warum Europa in der tiefen Krise ist.
Da steht zwar zum Beispiel drin in der Präambel, in dem Bestreben auf eine soziale und wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz, aber wenn man sich dann den Vertrag anschaut, dann steht über soziale Politik überhaupt nichts drin. Man hat überhaupt nicht verstanden, was notwendig wäre, um in Europa den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Was aber ein Großkapitel ist, ist das Thema Aufrüstung, gemeinsame Verteidigung, Auslandseinsätze und so weiter. Wer das Friedensprojekt Europa immer wieder in Sonntagsreden betitelt, sollte aufhören, das Gegenteil in den Aachener Vertrag reinzuschreiben. Deshalb können wir allein aus diesem Grund heraus das nicht mittragen. Und wir sagen auch ganz deutlich, alle diejenigen, die zwischen den Zeilen immer wieder tönen, wenn eine deutsch-französische Sicherheitspartnerschaft entstehen soll, auch für gemeinsame Einsätze der Verteidigung, und damit auch dem Parlamentsvorbehalt in Frage stellt. Wir als Linke werden alles dafür tun, dass der Parlamentsvorbehalt in Deutschland erhalten bleibt. Wir sind eine Parlamentsarmee. Wir werden alles tun, damit das nicht in Frage gestellt wird. Die von Bundeskanzlerin Merkel und Macron im Aachener Vertrag beanspruchte Führungsrolle für die weitere Entwicklung der EU zielt jedoch auch in die falsche Richtung und wird auch zu Spaltungen führen in den anderen Ländern. Denn ich glaube, was wir brauchen, ist, dass die Länder, die nach dem März oder wenn auch Großbritannien austritt, noch Mitglied der Europäischen Union sind, dass sie zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht, ob Deutschland und Frankreich sich mal Gedanken gemacht haben, mal mit Ländern zu reden, wie Malta oder Luxemburg oder Portugal oder Spanien, was die darüber nachdenken, dass man hier wieder den Sonderweg gehen will, dass Frankreich und Deutschland vorschreiben wollen, wo sich die Europäische Union hinentwickelt. Bei aller Partnerschaft mit Frankreich wird die Linke dafür sorgen, dass wir kein Deut weniger auch mit den anderen Partnerländern der Europäischen Union zusammenarbeiten. Denn die EU wird nur gelingen, wenn jeder seine Rechte und seine Möglichkeiten hat und nicht nur Deutschland und Frankreich. Ich komme zum Schluss. Leider ist auch der Aachener Vertrag keine Antwort auf die soziale Krise. Es ist, wie gesagt, ich habe es erwähnt, wir werden Europa nur retten können, wenn wir einen Neustart organisieren. Wir brauchen ein solidarisches Europa. Wir brauchen Impulse für den sozialen Zusammenhalt. Es ist ja nicht von ungefähr, dass auch in Frankreich so viele Menschen auf die Straße gehen. Und weil es Herr Gauland auch angesprochen hat, ja, wir solidarisieren uns mit dem sozialen Protest in Frankreich. Wer gegen Lohnabbau ist, wer gegen Sozialabbau ist, wer die Hartz IV und Agenda 20 auch in Frankreich einführen will, und wenn dann Menschen auf die Straße gehen, die haben unsere Solidarität. Aber natürlich distanzieren wir uns, wenn wenige das für Gewalt instrumentalisieren. Aber grundsätzlich ist das, was die Gelbwesten auf die Straße bringen, an Protest, Sozialprotest, vollkommen richtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Ulrich war das für die Linke. Ja, und unter anderem soll es zusätzlich zu diesem Aachener Vertrag, der am 22. Januar unterzeichnet werden soll, auch einen deutsch-französischen Parlamentsvertrag geben. Und dazu gibt es unter anderem eine deutsch-französische Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus dem Bundestag und der französischen Nationalversammlung. Und darin sitzt auch Franziska Brandner. Dass sich die AfD mit dieser Aktuellen Stunde plötzlich um den Zustand der EU sorgt, ist schon wirklich zynisch. Seit Jahren macht die AfD nichts anderes, als an der Zerstörung Europas zu arbeiten. Gerade haben sie das ja wieder auf ihrem Parteitag beschlossen. Sie wollen das Europaparlament schaffen, raus aus der EU, aus dem Euro, so oder so. Heute Morgen haben sie noch wieder falsche Infos über angeblich 60.000 europäische Beamte verbreitet, haben behauptet, einen Kommissar könnte man nicht abwählen und wollen gleichzeitig das einzige Gremium, was den Kommissar abwählen kann, nämlich das Europäische Parlament, abschaffen. Da kann ich doch sagen, mehr Absurdität und Zerstörungswut findet man doch in diesem Hause nirgends. Und jetzt kommen Sie wieder mit Ihrem Unterschied, den Sie immer machen, zwischen Europa und der Europäischen Union. Europa ist ein Kontinent, eine geografische Einheit. Gegen die kann man nicht sein, dafür oder dagegen. Das ist eine geografische Gegebenheit. Aber es gibt ein politisches europäisches Projekt der Integration. Und gegen das kann man sein oder dafür sein. Und Sie haben sich eindeutig dagegen entschieden. Und das ist es, worauf es ankommt. Und in diesen Tagen sehen wir in Großbritannien, in welches Chaos ein EU-Austritt ein Land führen kann. In Großbritannien herrscht Angst, Chaos vor dem No Deal. Und das schauen Sie, liebe AfD, sich an und sagen, klasse, das wollen wir auch.
Anders kann man ja Ihre Forderung nach einem Austritt aus der EU nicht verstehen. Und übrigens, ich wollte mir Ihr Europawahlprogramm anschauen, mal im Detail. Leider ist das nicht online verfügbar. Schade, dass Sie überhaupt nicht der Bevölkerung zur Verfügung stellen, wofür Sie in Europa eigentlich konkret sind. Und wenn wir jetzt über Deutschland und Frankreich reden, Sie bezeichnen das als deutsch-französischen Sonderweg, dann kann ich nur sagen, wer nicht versteht, dass die deutsch-französischen Beziehungen das Rückgrat des Friedens in Europa sind, der will eben Europa zerstören wie Sie. Die deutsch-französische Aussöhnung ist die Grundlage der europäischen Integration und unseres Friedens auf diesem Kontinent. Und wenn wir das nicht weiter stärken und voranbringen, dann wird eben auch Europa geschwächt. Und sind wir mal ganz ehrlich, auch Herr Ulrich, wenn der deutsch-französische Motor nicht funktioniert, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam blockieren, dann gibt es die Beschwerden der anderen europäischen Länder zu Recht. Aber die gleichen beschweren sich häufig auch dann, wenn die beiden sich endlich mal einigen und vorausgehen und sagen, kommt mit. Zum gewissen Grad kann Deutschland und Frankreich machen, was sie wollen. Es wird immer kritisiert. Ja. Von daher ist es notwendig, dass Deutschland und Frankreich sich einigen. Und ich würde eher sagen, das Absurde an diesem Aachener Vertrag ist ja jetzt, dass er Erwartungen schürt an einen deutsch-französischen Motor, aber sie ja gar nicht erfüllt. Das, was wir bis jetzt von dem Aachener Vertrag kennen, ist nämlich sehr enttäuschend. Und Herr Gauland, Sie haben gesagt, Sie hätten es gestern bekommen. Ich habe noch mal nachgeschaut. Herr Kleinwächter aus Ihrer Fraktion hat es am 9. Januar wie alle anderen erhalten. Also hören Sie auf, hier irgendwelche Lügen zu verbreiten, dass Sie das noch nicht rechtzeitig erhalten hätten. Aber der Aachener Vertrag, wie gesagt, macht leider nichts aus den Mehrheiten, die wir hier im Januar letzten Jahres geschaffen hatten. Wir hatten eine Resolution zusammen, Bundestag, Assemblée Nationale, ambitioniert für Europa. Ich sage da nur Harmonisierung Unternehmenssteuer, gemeinsam Vorschlag für eine CO2-Bepreisung, soziale Standards. Nichts davon findet sich wieder in diesem Aachener Vertrag. Und es ist schade, dass die Regierung aus diesen Mehrheiten, die es ja gab, nichts getan hat. Das ist wirklich ein Versagen. Und das in Zeit von Brexit und allem, was wir haben, und von AfD. Das ist einfach unverantwortlich. Wir müssen handlungsfähig werden. Wir müssen sozialer machen, nachhaltiger machen, demokratischer. Und da haben Sie diese Chance verpasst. Das ist wirklich unverzeihlich und schade, dass Sie nichts daraus gemacht haben. Und zum Schluss, wissen Sie, Herr Link hat es schon gesagt, wir hatten ja den Tag für den 22. für die Parlamente vorgesehen, das Parlamentsabkommen zu machen, Paris, Berlin. Und dann kommt halt kurzfristig die Regierung und sagt, macht mal Platz, da kommen jetzt wir. Ich fand es sehr schade und ich hoffe und zähle darauf, dass wir die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung, die wir schaffen, so verankern, dass die Regierung in Zukunft bei der deutsch-französischen Zusammenarbeit nicht mehr an uns vorbeikommt. Ich danke Ihnen. Ja, da gab es durchaus etwas Verärgerung hier und da im Deutschen Bundestag, wie Franziska Brandner das gerade ansprach, auch in anderen Fraktionen, dass hier sozusagen die beiden Staatschefs Merkel und Macron am 22. in Aachen den Festtag, den Festakt festgelegt hatten, wo ja eigentlich auch die Parlamente sich treffen wollten. Das wird nun ja zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, der 22. in Aachen, in der steht. Jetzt Ursula Gruden-Kranich für die Unionsfraktion. Eine deutsche Variante des Brexit, eine deutsche Variante ins Chaos, ein ad absurdum führen der Demokratie. Wir konnten uns diese Woche mit dem Blick nach Großbritannien von diesem auf Fake News gegründeten Chaos überzeugen. Alle wissen, wogegen sie sind, aber alle haben vergessen, wofür sie eigentlich stehen. Und dass Sie, Herr Gauland, das Gewaltmonopol des Staates in Ihrer Rede eben besorgniserregend infrage gestellt haben, eint sie auf sonderbare Weise mit den Linken, die plötzlich auch von einem Sonderweg gesprochen haben. Mit dem neuen Élysée-Vertrag oder dem Aachener Vertrag gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Wir betonen das, was uns in den kommenden Jahren wichtig ist, und entwickeln die guten Beziehungen zu Frankreich weiter.
Und das ist keine nette Geste zum Jahrestag des Élysée-Vertrages. Nein, damit reagieren wir auf die vielen Veränderungen in Politik und Gesellschaft der letzten 56 Jahre. Und das machen wir, weil wir die Probleme von heute nicht mit Instrumenten von gestern oder vorgestern lösen wollen und schon gar nicht, wie die AfD uns weismachen will, dass früher alles besser, einfacher und harmonischer war. Und das sage ich auch an dem Tag, an dem wir 100 Jahre Frauenwahlrecht hier im Deutschen Bundestag begehen. Nur wenige Parlamente auf der ganzen Welt arbeiten so eng miteinander wie der Deutsche Bundestag und die Assemblée Nationale. Und das ist vor dem Hintergrund der sogenannten deutsch-französischen Erbfeindschaft etwas Besonderes und gilt es zu bewahren und weiterzuentwickeln. Mit dem vorliegenden Parlamentsabkommen und dem Aachener Vertrag nähern sich Deutschland und Frankreich auf wichtigen Politikfeldern weiter an. Ein gutes Signal in Zeiten der Spaltung und von Nationalismen. Denn die Themenbereiche Umwelt und Energie machen vor Grenzen nicht Halt und müssen genauso weiterentwickelt werden wie die Herausforderung zu Fragen unserer Sicherheit im In- und Ausland und zu dem großen Feld der Bildung und Forschung. Und unser besonderes Augenmerk gilt dem Herzensthema unserer deutsch-französischen Arbeitsgruppe, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Uns ist es wichtig, die deutsch-französischen Beziehungen auf der Grundlage vom Parlamentsabkommen und Vertrag in den nächsten Jahren mit Leben zu erfüllen. Es geht darum, voneinander zu lernen und nicht nur Höflichkeiten auszutauschen. Wir haben aufeinander gehört, miteinander gerungen, länder- und parteiübergreifend, um unsere deutsch-französische Zusammenarbeit zu verbessern und beispielgebend auch für die Zusammenarbeit mit anderen Ländern zu sein. Das vorliegende Vertragswerk hält die Zusammenarbeit in alle Richtungen offen, zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen den Parteien, zwischen Regierung und Parlament, weil alle gefordert sind, sich zu beteiligen. Mehr noch, der Aachener Vertrag ist ausdrücklich darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit mit allen anderen Staaten zu stärken. Wenn sich ein Projekt in einer deutsch-französischen Grenzregion bewährt hat, warum sollte es nicht auf andere Grenzregionen übertragen werden können? Das ist beispielgebend. Und wer mit Vertretern anderer europäischen Staaten spricht, wie zum Beispiel den nordischen Staaten, der weiß um das Interesse an genau dieser Zusammenarbeit, an der trotz Brexit auch die Briten interessiert sind. Und wer käme bei den nordischen Ländern, die in Berlin mit den nordischen Botschaften alle Länder in einem Haus vertreten sind, auf die Idee, von einem Sonderweg zu sprechen? Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit dieser Länder. Gestern im EU-Ausschuss wollte die AfD den Eindruck erwecken, dass die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung gegen die Verfassung verstößt, weil sie angeblich durch Beschlussfassung das Parlament umgeht. Mein Eindruck ist, dass sie gar nicht verstehen wollen, wie dieses parlamentarische Verfahren funktioniert. Und wenn man sich die Schlagzeilen ansieht, die Sie in den letzten Tagen produziert haben, bekommt man zusätzlich den Eindruck, dass das weder Zufall noch Interesse ist. Wir brauchen eine starke Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, einen starken Multilateralismus, ein Regelwerk, das wir gemeinsam ausarbeiten und an dem wir gemeinsam weiterarbeiten. Wir bauen die europäische Zukunft und leben die deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir zu Beginn bitte einen persönlichen Einschub. Meine Mutter feiert heute ihren 70. Geburtstag. Alles, alles Gute zum Geburtstag, liebe Mutter. Eine andere Art von Geburtstag erwartet uns am 22. Januar. Der Élysée-Vertrag wurde 1963, vor 56 Jahren, unterzeichnet. Ein großes Werk des Friedens, der Freundschaft und der Nicht-Einmischung.
Doch das Geburtstagsgeschenk, das Merkel und Macron hier abliefern, ist vergiftet. Es soll ein Parlamentsabkommen geben, einen Regierungsvertrag. Beide sollten mal am 22. Januar in Berlin und Paris unterschrieben bzw. ratifiziert werden. Doch Merkel und Macron beschlossen in völliger Missachtung der Parlamente, den Regierungsvertrag mal eben im Krönungssaal in Aachen zu unterzeichnen. Die Ortswahl Macrons Idee, der Vertrag Macrons Idee, die Zielsetzung Macrons Idee einer vertieften Europäischen Union. Deutschland zahlt, Frankreich schafft an, mit aller Vehemenz durchzusetzen. Und Merkel macht natürlich mit. Ja, da gibt es mal wieder einen falschen Zug. Und es gibt gar, jeder falsche Zug, der kommt, der wird von der schwarz-roten Koalition sofort genutzt, um darauf aufzuspringen und in die falsche Richtung zu fahren. Denn wahrlich, diese Vorstellung einer Europäischen Union, die Macron da hat, das ist eine, von der sich alle mittlerweile abwenden und die EU noch weiter spalten wird. Die Franzosen wenden sich ab, die anderen europäischen Länder wenden sich ab. Und deswegen ist dieser Regierungsvertrag auch keine ehrliche Einladung. Die Osteuropäer wollen Merkels Migranten nicht und dulden keine Einmischung in ihre nationalen Belange. Dänemark kontrolliert die Grenze. Die Südeuropäer kämpfen mit ihren vom Euro verursachten wirtschaftlichen Problemen. In Griechenland ist ein Drittel des Landes arm, dank Euro- und Eurogruppeninterventionen. Zwischen 2008 und 2011 stieg dort die Selbstmordrate um 27%. Herzlichen Glückwunsch, EU. Und die Briten, die haben sich das eine Weile lang angeguckt und gesagt, that's it. So wenig wie möglich wollen wir noch mit der EU zu tun haben. Wir wollen bloß keine Kontrolle mehr von diesem Brüssel haben. Und man muss sagen, man kann sie da verstehen. Doch seit die Briten aus dieser sogenannten Gemeinschaft ausgetreten wollen, werden sie nur noch behandelt wie ein ehemaliges Sektenmitglied, das man wahlweise schmäht, bekämpft oder zu unterdrücken versucht. Naja, den demokratischen Wünschen der Länder setzt man nun diesen deutsch-französischen Regierungsvertrag entgegen, der am 22. Januar unterzeichnet werden soll und am 17. Januar heute noch Verschlusssache ist. Ja, Frau Dr. Brandner, wir haben den bekommen, aber als Verschlusssache, über die wir nicht reden dürfen. Und ist das, frage ich die Bundesregierung, Demokratie? Ist das eine vertiefte Argumentation? Stefan Seibert, der Regierungssprecher, eierte in der Pressekonferenz der Bundesregierung herum, weil er keine Argumente hat, weil er das Warum nicht beantworten kann. Den Topgrund plauderte Staatsminister Roth gestern aus. Der Vertrag dient, sagte er, Nationalisten und Populisten ein für allemal die Stirn zu bieten. Genau. Man entmachtet die nationale Willensbildung, damit der Wille des ach so bösen Volkes nichts mehr zu sagen hat. Ganz toll. Der Populist ist ohnehin das Modefeindbild der politischen Elite. Was Sie aber endlich mal verstehen sollten, ist, der Populist ist der hart arbeitende Mensch, die Mittelschicht, die sich nicht mehr vertreten fühlt. Wir haben wirklich gute Jobs, aber wir wissen nicht mehr, wie wir davon mit unseren zwei Kindern leben sollen. Das sagt ja eine Gelbwestenvertreterin der Zeitung Le Monde. Daher erheben sich die Menschen in ganz Europa, ob das jetzt Hartz IV, Montagsdemo, Occupy, Pegida, Brexit-Befürworter, Gelbwesten oder Zukunft Heimat heißt. Grüße an Christoph Berndt in dem Zusammenhang. Ihr Feindbild ist die tragende Säule der Gesellschaft, die entkernt wird und merkt, dass es nicht mehr geht. Die EU hat durch ihre Umverteilungspolitik, der Euro hat durch seine Nullzins- und Abwertungspolitik Wohnen unbezahlbar, Arbeit billig, Löhne wertlos, das Volk machtlos und die Mittelschicht mittellos gemacht. Und in dieser Situation diese EU vertiefen zu wollen, ist genau das Falsche. Merkel und Macron schaden Deutschland, Frankreich und der EU, wenn sie den Vertrag unterzeichnen. Kanzlerin Merkel, Präsident Macron, Sie sind nicht die Könige von Europa. Sie haben beide keine Zukunft. Der Regierungsvertrag hat keine Zukunft. Sie würden uns allen einen großen Dienst erweisen, wenn Sie im Krönungssaal zu Aachen gemeinsam den Hut nehmen würden. Vielen Dank.
Norbert Kleinwächter war das für die AfD-Fraktion. Die AfD-Fraktion hatte ja diese Aktuelle Stunde auch beantragt und verlangt. Jetzt geht es weiter mit Nils Schmid für die SPD-Fraktion. Er ist der außenpolitische Sprecher. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war jetzt eher ein Auftritt für die Heute-Show. Ich will erst mal mit der neuesten Verschwörungstheorie der AfD aufräumen. Dass dieser Vertragsentwurf mit vertraulich gekennzeichnet ist, hat einen ganz einfachen Grund. Es ist die Rücksichtnahme auf Formalien der französischen Seite. Solange ein Kabinettsbeschluss nicht vorliegt und solange der französische Präsident ihn nicht unterzeichnet hat, ist es vertraulich. Und ich glaube, das sollten wir respektieren, auch als Deutscher Bundestag. Und sobald das geschehen ist, ist es nicht mehr vertraulich. So einfach ist die Welt. Da brauchen wir keine Verschwörungstheorien, sondern wir müssen uns einfach an die Verfahren in Deutschland und Frankreich halten. Und gerade diejenigen, die die Verfassung und den Rechtsstaat hochhalten, die sollten auch dieses respektieren. Das Zweite ist, der Vertrag beschreibt keinen deutsch-französischen Sonderweg. Es ist, Kollege Hart hat darauf hingewiesen, in dem Vertrag ausdrücklich festgehalten, dass das Ziel der deutsch-französischen Zusammenarbeit eine starke Europäische Union ist und dass dieser Vertrag offen ist für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und ich sage noch ein weiteres dazu. Auch die Wahl der Stadt Aachen als Ort der Unterzeichnung dieses neuen Vertrages unterstreicht diese europäische Dimension. Denn Aachen ist nicht nur die Stadt der Krönung von Karl dem Großen. Aachen ist auch die Stadt, die seit 1950 den Karlspreis verleiht, und zwar ausdrücklich für Verdienste um Europa und um die europäische Einigung. Damit ist die Wahl dieses Ortes zugleich ein Bekenntnis dazu, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit die europäische Einigung stützt und stärkt, meine Damen und Herren. Und wenn wir nach Deutschland, nach Frankreich schauen, dann sehen wir auch, dass diese deutsch-französische Zusammenarbeit inzwischen tief verankert ist und dass sie im europäischen Geist in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist und es nicht als Widerspruch zur europäischen Einigung gesehen wird. Ich nehme mal eine aktuelle Umfrage vom Institut IFOP aus Frankreich, wo repräsentativ im Dezember letzten Jahres die französische Bevölkerung befragt worden ist zu den deutsch-französischen Beziehungen. Zwei, drei Kernelemente. Erstens, 84% der Franzosen haben ein gutes Bild von Frankreich, ein positives Image von Frankreich. 84% ausgebrochen stark, ausgebrochen stabiles, positives Deutschlandbild in Frankreich. Ein Ergebnis der deutsch-französischen Zusammenarbeit und der europäischen Einigung der letzten Jahrzehnte. Und dann, jetzt wird es spannend. Welches Land engagiert sich am meisten, um die europäische Einigung voranzubringen, wurde abgefragt. Da wurde gefragt, Frankreich, Deutschland oder, und das ist das Interessante, Frankreich und Deutschland zusammen. Und Frankreich und Deutschland zusammen 42%. Das heißt, die Mehrheit der Befragten sehen gerade diese Gemeinsamkeit von Deutschland und Frankreich als Schlüssel für die Stärkung der europäischen Einigung. Was wollen wir denn mehr? Das zeigt doch an, das, was wir Deutsche und Franzosen die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, das ist ein Beitrag zur europäischen Einigung und der Aachener Vertrag wird es weiter stärken. Und dann will ich auch eines sagen, wenn wir über Sonderwege und Sonderbeziehungen reden. Wir sind ausdrücklich offen dafür, dass wir ähnlich enge Formen der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit auch mit den östlichen Nachbarn Deutschlands schaffen, mit Polen, mit der Tschechischen Republik. Das ist ja auch noch mal im Vertrag angelegt. Nichts wünsche ich mir mehr, als dass wir auch mit Polen und Tschechen ähnlich enge Formen der Zusammenarbeit unter dem Dach der Europäischen Union ausarbeiten. Und ich sage Ihnen eins, es geht hier nicht um die Frage, ob es deutsch-französische Sonderwege geht, sondern eigentlich geht es um die Frage, ob nicht politische Kräfte von ganz rechts oder ganz links ganz andere deutsche Sonderwege wieder beschreiten wollen, die in der Vergangenheit ins Unglück geführt haben. Und genau davor wird uns der Aachener Vertrag bewahren, meine Damen und Herren.
Nils Schmid war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt folgt hier in dieser Aktuellen Stunde für die CDU-CSU-Fraktion Volker Ulrich. Er ist Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheit der EU, kurz Europaausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, in dieser Debatte sollte betont werden, dass die deutsch-französische Freundschaft und die deutsch-französische Aussöhnung ein großes historisches Glück sind. Und es gehört zu den großen Errungenschaften unserer Geschichte, dass diese Aussöhnung gelingen konnte. Ich erinnere daran, dass nach der großen Katastrophe des Ersten Weltkriegs mutige und weitsichtige Männer und Frauen sich an diesem Aussöhnungswerk bereits versucht haben. Und in den 20 Jahren sind dafür auch Friedensnobelpreise verliehen worden, an Buisson und Quitte, an Briand und Stresemann. Und doch konnte diese Aussöhnungsarbeit nicht durchdringen und hat in einer noch bitteren Stunde für Europa und für unser Volk geführt. Und heute wissen wir, was wir an der deutsch-französischen Aussöhnung haben und welchen Wert sie auch für ein einiges und ein zukunftsträchtiges Europa darstellt. Und deswegen sagen wir, die Fortschreibung des Élysée-Vertrags und der Vertrag von Aachen ist eine gute Stunde nicht nur für Deutschland und für Frankreich, sondern auch für Europa, weil wir enger zusammenrücken und das Signal aussenden, dass weitere Themen in Europa nur gemeinsam gelöst werden können. Und wenn man sich die Reden ansieht, die hier von dieser Seite gehalten worden sind, dann sagen Sie, Herr Kollege Kleinwächter, Deutschland zahlt, Frankreich schafft an. Dieser Vertrag entmachtet die nationale Willensbildung. Das sind schlichtweg falsche Behauptungen. Und das Interessante ist, dass es übrigens auch auf der anderen Seite des Rheins, in Frankreich, von den dortigen Populisten ähnliche Behauptungen gibt. Ein Europaabgeordneter namens Bernard Monod hat in einem mittlerweile gelöschten YouTube-Video behauptet, ein Abgeordneter, der früher beim Front National war, jetzt bei der rechtsextremen Splittergruppe France Debout, dieser Vertrag sei ein Verrat an der französischen Nation. Er nennt Macron einen Judas und er behauptet, dass durch diesen Aachener Vertrag Deutsch jetzt im Elsass und in Lothringen Amtssprache wird. Völlig falsche Behauptungen. Aber daran sieht man einfach, wie Populisten arbeiten. Und das sollten wir mal herausarbeiten, indem Sie gegen besseren Wissens falsche Behauptungen aufstellen, indem Sie mit der Lüge arbeiten und den Menschen Angst machen. Und ich sage Ihnen ehrlich, wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Wir entlarven Ihre Lügen und Ihren Populismus. Es geht darum, dass Europa enger zusammenrücken kann. Die Eurodistrikte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ist ein wichtiges Anliegen, wenn es darum geht, Politik im Kleinen zu gestalten. Wenn eine Straßenbahn mittlerweile von Straßburg nach Kehl fährt, dort, wo vor 30 oder 40 Jahren noch lange Grenzkontrollen waren, dann muss sich das doch auch wiederfinden in der gemeinsamen Verwaltung, in Regelungen, die ermöglichen, dass in diesen Grenzregionen Menschen länger, eher stärker zusammenrücken und durch diese Zusammenrückung auch ein Gefühl der Gemeinsamkeit entsteht. Und das ist übrigens auch die Blaupause für andere Regionen in Europa. Es gibt viele Grenzregionen und wir wollen, dass diese Grenzregionen in den Köpfen verschwinden und die Menschen sich als geeint verstehen und ihre Nachbarn, vielleicht auch wenn es Sprachdifferenzen gibt, als gemeinsame Zugehörigkeit zu diesem Europa verstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch in diesem neuen Aachener Vertrag beispielsweise auch geregelt wird, dass wir sehr viel stärker Wert darauf legen, die Sprache des Nachbarn zu lernen. Nur wer die Sprache des Nachbarn kann und sich verständigen kann, der kann sich auch noch tiefer hineinversetzen. Und deswegen sage ich Ihnen ehrlich, wir setzen Ihre Missachtung von demokratischen Strukturen und Ihre Missachtung vor Europa, setzen wir die Dynamik für Europa entgegen. Wir wissen, dass in einem geeinten Europa die deutsch-französische Zusammenarbeit der Motor und das Rückgrat sein kann. Sie sind die Partei von der AfD, die das Europaparlament, die einzig direkt gewählte demokratische
Organisation der Europäischen Union abschaffen wollen. Sie diskutieren über den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Sie wollen unser Land in ein Chaos führen und Sie wollen weniger Wohlstand, weniger Frieden und weniger Sicherheit. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Wir werden deutlich machen, dass Ihr Weg ein Irrweg ist, der Deutschland und Europa in die Krise führen wird. Herzlichen Dank. Sagt Volker Ulrich in Richtung der AfD-Fraktion, die ja ihr Europawahlprogramm am vergangenen Wochenende auf einem Parteitag in Riesa beschlossen hat. Und jetzt geht es weiter in der Aussprache in dieser Aktuellen Stunde. Christian Petri für die SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, deutsch-französischer Vertrag, Weiterentwicklung des Élysée-Vertrages, Élysée 2.0, jetzt heißt er Vertrag von Aachen. Er könnte genauso gut einen anderen Namen tragen, wie zum Beispiel Vertrag von Bergedorf, damit man die Hamburger mit aufnimmt. Also er ist ein Vertrag für alle Deutschen und für alle Franzosen. Und ich glaube, es ist gut so, dass wir auch heute und hier, obwohl es die AfD beantragt hat, das Positive darstellen können. Es ist doch ein Tag der Freude, ein Glück. Ich komme aus der Grenzregion Deutschland-Frankreich aus dem Saarland. Und ich bin doch unwahrscheinlich froh, dass Menschen in meinem Lebensalter ein Europa erlebt haben in Frieden und Sicherheit. Mein Vater und mein Großvater hatten dies, oder meine Mutter und meine Großmutter hatten dieses Glück nicht. Sie hatten dieses Glück nicht. Und dieses Glück, das macht mich stolz. Und es macht mich stolz, in diesem Parlament mitarbeiten zu dürfen, dass wir diese Beziehung weiterentwickeln, dass wir sie stabilisieren, dass wir sie festigen. Das ist doch ein Tag der Freude. Und die Redner der AfD, denen möchte ich nur sagen, wir sind hier im Jahr 2019. Das hier ist Deutschland und wir sind in Berlin. Der eine oder andere von Ihnen hat das irgendwie verwechselt. Denn die Verträge, die wir hier haben, bringen uns natürlich weiter. Franziska Brandner, ich muss sagen, natürlich ist die Ökologie mit drin. Vorne, man muss es nachlesen. Die Klimaschutzziele sind mit drin. Es ist der faire Handel, die faire Steuerpolitik mit drin. Nicht den Eindruck erwecken, das wäre nicht Bestandteil des Vertrages. Man kann alles noch genauer erklären. Das ist alles ganz klar. Ich finde, dass es sich lohnt, um soziale Aufwärtstrends beider Länder zu bringen, um die Infrastruktur zusammenzubringen, um auch gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu machen, die Wirtschaftsräume stärker aneinander zu binden, die Zusammenarbeit der Polizei zu stärken, dann in dem Bereich Medien und Kultur stärker zusammenzuarbeiten. Und dies wird mit einer Projektliste belegt, die sehr konkret ist, wo die Bürgerinnen und Bürger beider Länder auch unmittelbar sehen, dass das nicht nur schöne Sätze sind, sondern dass es mit Projekten, Maßnahmen und tatsächlich mit einem deutlichen Mehrwert für alle, die in unseren beiden Ländern wohnen, versehen ist. Darauf können wir stolz sein. Das ist eine große Leistung und das ist etwas, was durchaus für andere Vorbild sein kann. Das wünsche ich mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass wir über die Lebensdauer des Vertrags von Aachen, der Vorgängervertrag jetzt 56 Jahre alt, ist also ein wegweisender, sehr langlaufender Vertrag, es schaffen werden, mit vielen positiven Impulsen die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen unserer Länder voranzubringen. Und das Parlamentsabkommen, und ich möchte hier ausdrücklich allen Kolleginnen und Kollegen danken, die das positiv betreut haben, auch dem Präsidenten Wolfgang Schäuble, der uns tatsächlich sehr unterstützt hat in dem Vorankommen dieses Abkommens, ist für mich persönlich eine wirklich die interessante Arbeit in meinem bisherigen Parlamentsleben gewesen. So vertrauensvoll mit den Kollegen aus Frankreich zusammenarbeiten zu können, unter dem Vorsitz von Herrn Jung, das war sehr gut gemacht, Frau Thielei, Herr Arendt aus Frankreich, hier zusammen etwas zu schaffen, wo wir auch künftig die nächsten Jahre in einem etwas Neues und zwar etwas Wegweisenden, in einem Konzil gemeinsam arbeiten können, Vorschläge für unsere Länder arbeiten, das wünsche ich mir geradezu auch bei anderen Staaten, die untereinander arbeiten können, bis wir zusammen das Große und Ganze haben. Das ist doch etwas sehr Positives. Und so sollten wir dies auch benennen. Dies bringt uns weiter, das bringt die Menschen in unserem Land weiter. Und darauf können wir alle sehr, sehr stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und wenn man jetzt, wie auf der rechten Seite unseres Hauses, das alles schlecht reden will, dann kann man das machen. Hat Wahltaktik, auch die heutige Stunde, dient ja offensichtlich nur dazu, dass man irgendwelche Bilder auch von Angriffen der demokratischen Parteien haben kann. Das ist irgendwie manchmal auch dann langweilig. Aber man sollte doch wirklich sagen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes können in der Europawahl mit darüber entscheiden, ein großes Gut, dass nicht die Lautsprecher und die Vereinfacher, vielfach die Lügner, Europa gestalten künftig, sondern die Demokraten, die Europa stabil und friedlich halten, machen und es weiterbringen. Und das wünsche ich mir. Und dafür treten wir alle gemeinsam als Demokraten ein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christian Petri war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt der letzte Redner hier in dieser Aktuellen Stunde, Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Er sitzt ebenfalls im Europaausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Aktuelle Stunde der AfD zum Zustand der Europäischen Union. Da muss ich Ihnen sagen, da waren wir alle doch relativ erwartungsfroh und über die Fraktionen hinweg eigentlich gar nicht so klar darüber, was uns heute erwartet. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben wir bekommen? Wir haben eine große Melange bekommen aus einer Solidarisierung mit dem Protest der Gelbwesten in Frankreich, aus einer Kritik am deutsch-französischen Parlamentsabkommen und am Regierungsabkommen und schließlich eine große Allgemeinkritik an der Europäischen Union. Und ich will Ihnen deutlich sagen, in allen drei Punkten haben Sie heute mächtig daneben gegriffen. Sie haben in allen drei Punkten daneben gegriffen, und das fing schon mit den Ausführungen zum Thema Gelbwesten an. Herr Gauland, ich habe gedacht, Sie sind die tolle Partei des Rechtsstaates und des Gewaltmonopols. Und dann kritisieren Sie die Bundeskanzlerin hier für den Satz, dass sie mit Blick auf die Ausschreitung in Frankreich gesagt hat, dass es natürlich darum geht, den Gewaltmonopol des Staates zu sichern. Und ich sage Ihnen eins. Wenn es um Demonstranten geht, die sich gegen geltendes Recht hinwegsetzen, dann sind die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, wenn sie gewaltbereit sind, nicht besser als die Proteste von G20-Demonstranten in Hamburg. Und das hätten Sie als Rechtsstaatspartei hier so auch benennen können. Und es geht weiter mit der Kritik, die Sie üben an dem deutsch-französischen Parlamentsabkommen. Wir müssen hier vielleicht differenzieren und sehen, es geht um zwei Abkommen. Es geht um zwei Abkommen. Zum einen das deutsch-französische Parlamentsabkommen, das hier ausgehandelt wurde, auch mit Vertretern der AfD. Herr Kleinwächter, Sie waren entsprechend bei den Verhandlungen dabei. Ich habe gehört, Sie haben sich heute mehr ergeifert, als Sie sich in den Sitzungen eingebracht hätten. Aber in jedem Fall muss man sehen, das Parlamentsabkommen, das wäre genau das Thema gewesen, mit dem Sie sich werbevoll hätten auseinandersetzen können. Stattdessen kritisieren Sie hier das Abkommen, das die Regierungen aushandeln. Und ich kann nur sagen, konzentrieren Sie sich doch lieber auf die Aufgaben, die Sie als Parlamentarier auch wahrnehmen können. Hier ist Öffentlichkeit da, hier haben Sie sich nicht eingebracht. Und das wäre auch die Chance gewesen. Und eins kommt noch dazu. Sie kritisieren, dass das deutsch-französische Regierungsabkommen noch Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch ist. Woran liegt das? Ich kann Ihnen eins sagen, das sind übliche völkerrechtliche Usancen. Und Herr Gauland, Sie waren mal Chef der Staatskanzlei in Hessen. Sie waren Chef der Staatskanzlei in Hessen, und wie Sie wissen, die deutschen Länder sind auch beteiligt an der Aushandlung völkerrechtlicher Verträge. Und ich glaube, Sie werden sich an Ihre Amtszeit nicht an einen Moment erinnern, wo es vorkam, dass ein völkerrechtlicher Vertrag vor dem Prozess der Ratifikation in den Parlamenten öffentlich war. Und das ist gute völkerrechtliche parlamentarische Übung. Und deswegen kann man nur sagen, messen Sie hier nicht mit zweierlei Maß. So, und wir werden hier im Parlament uns mit dem Ratifikationsprozess beschäftigen. Wir werden uns doch mit dem Ratifikationsprozess des deutsch-französischen Regierungsabkommens beschäftigen. Wir werden es hier im Parlament diskutieren, so wie es üblich ist. Und dann können Sie die Kritik auch anbringen. Das, was Sie hier machen, das ist nur Teil einer allgemeinen Strategie, hier gegen die Europäische Union Stimmung zu verbreiten. Und das lassen wir hier nicht zu. So, und ich will Ihnen dann noch eins sagen. Sie kritisieren, und das haben wir dieser Tage von vielen AfD-Vertretern gehört, in allen Debatten, auch in den Debatten zum Brexit, der besonders schlaue Satz, den die AfD immer wieder wiederholt. Ja, die Europäische Union, das ist nicht Europa. Europa ist mehr als die Europäische Union. Ja, das ist gut, dass Sie klatschen, aber da müssen Sie uns nicht belehren. Das wissen wir auch selbst.
Aber das Verhältnis, das Sie zur Europäischen Union haben, das ist ein mächtig schiefes. Und das ist im Grunde nach auf einem Stand des Grundgesetzes, das 30 Jahre alt ist. Denn völlig klar ist, für den deutschen Verfassungsstaat sind Europa und die Europäische Union eben nicht unverbunden, sondern die Europäische Union ist für uns auch mit dem Staatsziel, wie es in der Verfassung steht, zentrale Triebfeder für den europäischen Integrationsprozess. Und ich kann ja nur sagen, Blick in die Verfassung schadet nie. Artikel 23, sollten Sie sich mal anschauen. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas, da kommt ihr Europa vor, wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Das ist für uns der entscheidende Punkt. Die Europäische Union dient zur Verwirklichung des vereinten Europas. Und da geht es nicht darum, rechtswidrig Hoheitsakte abzutreten, Hoheitsrechte abzutreten. Und das, was Sie dort behaupten, das stimmt schlicht nicht. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt wird dieser Tage ja viel darüber diskutiert, ob und inwieweit der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Das ist nicht Gegenstand. Ich sage Ihnen, was Ihnen aber helfen würde, ist ab und an die Entwicklung der Verfassung zu beobachten. Dann würden Sie sehen, da spielt die Europäische Union heutzutage eine ganz andere Rolle. Wir bekennen uns zu dieser. Herzlichen Dank. Sagt hier Philipp Amthor, letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde. Die Union bekennt sich zur Europäischen Union. Ja, Deutschland und Frankreich als Motor für die Europäische Union hier, wie es einige Redner, vor allem auch hier aus der SPD und der Union zum Beispiel gesagt haben, aber auch andere. Oder ein deutsch-französischer Sonderweg, der hier beschritten wird und von der AfD kritisiert wurde in dieser Aktuellen Stunde am 22. Januar. Um das hier nochmal abschließend zu sagen, da gibt es zumindest den Festakt in Aachen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron werden da den sogenannten Aachener Vertrag unterzeichnen. Eine Ergänzung zum Élysée-Vertrag. Und im Weiteren wird es dann auch noch ein Parlamentsabkommen geben.